Guten Tag, mein Name ist Evgeny Fibko. Ich bin der Direktor der Prüfungsgesellschaft für BK. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. In ein paar Stunden werden Sie volle Klarheit haben, was und wie Sie optimieren können und wo die Grenze zwischen Steuerhinterziehung und steuerlicher Optimierung liegt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es hier die Vertreter des Finanzamtes anwesend sind. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, so wird es vielleicht besser, diese Fragen von der Halle nicht zu stellen. Also, wenn Sie Fragen haben, bitte kommen Sie zu mir und wir besprechen alles individuell. Am Anfang möchte ich ein Beispiel anführen, wie die Optimierung von Steuern erfolgt. Jetzt vor kurzem ließ ich von mir ein Großhandelsunternehmen beraten. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass man bestimmte Beratungsverträge für bestimmte Zwecke abschließt. Das heißt, um alle Gewinne wegzumachen, hat das Unternehmen so einen Vertrag abgeschlossen, laut diesem Vertrag Geld überwiesen, Mehrwertsteuer zurückerstatten und alle Kosten aufgezeichnet. Das Unternehmen hat keine Angst, so ein progressives Schema zu benutzen. Der Anwalt des Unternehmens hat gesagt, es ist weder von Bürgergesetzgebung noch von Steuergesetzgebung nicht verboten. Haben wir das Recht, einen Beratungsvertrag abzuschließen? Ja, wir haben. Haben wir das Recht, das Geld zu überweisen? Ja, wir haben. Meine Frage war, was hält er von den Gerichtsbeschlüssen über ähnliche Fälle? Seine Antwort war, zu der Tatsache, dass es irgendwo irgendwelche Gerichtsabschlüsse gab, kann ich antworten, dass ich für jede negative Entscheidung eine andere positive Entscheidung finde. Russland ist kein Land des Präjudizrechts. So war unser Gespräch abgeschlossen. Haben Sie sich irgendwann Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich passiert es so, dass eine bestimmte Reihenfolge von Aktionen eines Steuerpflichtigen, Geschäftsabschlüsse, Registrierung von assoziierten Unternehmen, Berechnungen mit dem Gebrauch eines Wechsels, Transfer vom Personal von einer Firma zur anderen, jede davon im Einzelnen ohne Verbindung mit den anderen Umständen der Unternehmensarbeit legal ist und keine Fragen aufruft, wohingegen Kombination von diesen Maßnahmen und Umständen zu den Steuerforderungen führen kann. Warum passiert es auf solche Weise? Unsere Gesetzgebung, wenn wir ein Steuergesetzbuch öffnen, gibt keine Antwort auf die Fragen. Was ist deine Ausweichung? Wir finden keine Antwort auf diese Frage. Und was ist deine legitime steuerliche Optimierung? Die einzige Quelle sind für uns die gerichtlichen Präzedenzfälle. Es wird oft gesagt, dass Russland kein Staat des Präjudizrechts ist. In der Tatsache, wenn wir an den Gerichtsverhandlungen mit dem Finanzamt teilnehmen, haben gerichtliche Präzedenzfälle und Gerichtsentscheide eine Schlüsselposition. Nach vielen Prozessen mit dem Finanzamt haben wir einige Prinzipien entwickelt, die dem Kunden eine Garantie geben, dass, wenn sie diese Prinzipien berücksichtigen, wird die Optimierung von Steuern legal.